Stefan Raab, für ProSieben genauso wichtig wie Hitler für NTV. Und ein Mann wie der nervige Großonkel. Erst wenn er für immer weg ist, merkt man, dass er doch sehr fehlt. Quasi im Alleingang hat Stefan Raab ProSieben mit frischen TV-Highlights versorgt. 16 Jahre lang. Andere große deutsche Künstler haben nur 12 Jahre geschafft. Und das war ja der sehr unpassende und extrem schiefe Hitler-Vergleich. Doch vor 2 Jahren hat Stefan Raab, den wir hier, liebe Anwälte, in keinster Weise mit Hitler vergleichen wollen, Schluss gemacht. Was man dem Programm deutlich anmerkt. Da ist das Ding! Der Völkerball. Ein Jahr lang hat er sich rar gemacht. Er war nicht im Fernsehen. Guck dir das an. Wie sehr ProSieben seit der Trennung am Arsch ist, warum Joko und Klaas Stefan Raab nicht ersetzen können und was vom einstigen We Love to Entertain You überhaupt noch übrig ist, jetzt. Du kannst mit bloßer Hand Dosen öffnen, saufen wie ein Loch und mindestens 120 Zigaretten pro Stunde drehen? Dann bewirb dich jetzt bei Schlag den Assi. Ich suche Gegner, keine Pfandflaschen. '99, als der Satansröhrling noch Pilz des Jahres war und das Jahr, in dem Stefan Raab von Viva zu ProSieben wechselte und hiermit Premiere feierte. Herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist Ihr Gastgeber, Stefan Raab. Von da an hat Stefan Raab den Sender mehr und mehr infiltriert. Ab 2001 lief TV Total 4-mal die Woche statt einmal. Im gleichen Jahr gab der Boxkampf von Stefan Raab gegen Regina Heimrich den Startschuss für die TV-Total-Sportevents. Am bekanntesten die WOC-WM ab 2003, ab 2004 dann das TV-Total-Turmspringen, ab 2005 die Stock Car Crash Challenge und ab 2006 die TV-Total-Pokernacht. Und. In den 16 Jahren bei ProSieben lief im Schnitt 25 Minuten Stefan Raab am Tag. Das heißt 16 Jahre lang immer ein und dasselbe Gesicht. Das würde Harald Glöckler nie aushalten. Der große Wurf für ProSieben war aber Schlag den Raab. Die Sendung erreichte Einschaltquoten von bis zu 26%. Das machte Stefan Raab endgültig zur Galionsfigur von ProSieben und gab ihm Narrenfreiheit. 2011 gab es einen 185 Millionen Euro schweren Vertrag für seine Firma Raab TV. Damit konnte er auch Quotenflops wie den Bundesvision Song Contest oder das inzwischen vor sich hindümpelnde TV Total weiterproduzieren. Das Ergebnis? 2014 war Stefan Raab für 5% des Werbeumsatzes von ProSieben verantwortlich. Und Ende 2015 dann komplett von der Bühne verschwunden. Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Machen Sie es gut, Dankeschön. Stellt sich die Frage, hat es ProSieben geschafft, Stefan Raab zu ersetzen? Vorab mussten sie gar nicht. Zumindest nicht vollständig. Es laufen ja immer noch alte Sendungen von Stefan Raab, nämlich Schlag den Star und Schlag den Raab. Schlag den Raab war die Erfolgsshow von ProSieben. Werbekunden zahlten über 1.100 Euro für Werbespots pro gezeigter Sekunde. Für so eine wertvolle Sendung musste natürlich ein Nachfolger her, Steffen Hensler. Der hat schon bei Grill den Hensler gezeigt, dass er ehrgeizig ist. Ist das alles? Ja. Ja! Du kleiner Knecht! Spür den Staub! Also kam 2017 Schlag den Hensler. Zeitlich mit ein bisschen Sicherheitsabstand, wahrscheinlich damit die Fußstapfen nicht mehr ganz so groß waren. Bei Raab wohl eher Gebissabdrücke. Die Umsetzung mit TV-Koch Hensler war dann aber leider halbgar. Denn bei Schlag den Raab war es so. Es geht, wie gesagt, um eine 500.000 Euro. Man muss diesen Mann schlagen. Und beim Hensler dann so. Heute geht es immerhin auch schon um 250.000 Euro. Mit anderen Worten, die Sendung ist ProSieben ohne Raab nur noch halb so viel wert. Und nachdem die Kann der Hensler das auch Neugier gestillt war, hat sich die Quote bei 6% Marktanteil eingependelt. Das ist ganz okay, aber weit entfernt von den 26%, die Schlag den Raab zu Hochzeiten einfuhr. Aber ProSieben hat noch ein Problem ohne Raab. Denn was ist mit dem ganzen großen Eventfernsehen? Zugegeben, die Sportevents von Stefan Raab waren meistens in die Länge gezogen und vollgestopft mit Werbung. Wenn es auf das die McFit-Ziel gerade geht und die Burger King-Kurve durchgeht. Direkt nach der Gammelfleischschikane und vor dem Dumpinglohnloch. Aber die Events haben dem We Love to Entertain You Sender zur großen deutschen Showinstanz gemacht. Die waren mit dem Abgang von Raab allerdings passé und was Neues musste her. Ein Versuch, das ProSieben-Auswärtsspiel. Quasi ein Wir machen eine Show in eurem Wohnzimmer Live-Event. Und um die richtigen Assoziationen beim Publikum zu wecken, moderiert von Raab-Praktikant Elton. Es war eine sehr, sehr schöne Sendung. Also ich hoffe, wir dürfen das nochmal machen. Durften sie nicht. Die Einschaltquote lag nämlich bei 5,8%.
Tja, was für die Grünen reicht, war für ProSieben dann doch zu wenig. Aber es gibt ja noch eine andere Allzweckwaffe, Joko bzw. Klaas. Und am besten aber Joko und Klaas. Schlappe 10 unterschiedliche Formate haben die beiden seit Raabs Rente schon unter sich aufgeteilt. Darunter Dinge, die uns irgendwie noch aus Raab-Zeiten bekannt vorkommen. Show-Events mit Stars, Sportveranstaltungen und Late-Night-Shows. Und natürlich das Ding des Jahres, produziert von Stefan Raab. Und trotzdem, bei der Samstagabend-Unterhaltung sieht's ohne Raab mau aus. Um das genauer nachzuvollziehen, haben wir alle Fernsehzeitschriften von 2015 bis 2017 bei eBay Kleinanzeigen zusammengekauft und die Samstage auf ProSieben miteinander verglichen. Das Ergebnis: Mit Raab haben sich fast 14% der Samstagabendshows verabschiedet. Die Ex-Raab-Shows Schlag den Raab und Schlag den Hänsler machen noch 13% des Programms aus. Wie kompensiert ProSieben das? Im Vergleich zu 2015 haben sie jetzt erstmal nur 2 Spielfilme mehr gezeigt. Joko und Klaas haben 5% mehr Platz für ihre Sendungen. Das Problem, das der Sender hat, verbirgt sich in der Rubrik Andere. Denn die besteht hauptsächlich aus Galileo Big Pictures und so einem Müll. 1:30 dauert dieser erste Satz noch. 2 Sätze muss man gewinnen, dann hat man das erste Spiel geholt. Christian Wackert ist das. Jetzt ist Matthias Killing dran, der ist gestern noch umgeknickt, weil er Angst hatte, der Sohn würde da die Treppe runterfallen, hingerannt. Und dann war es auch schon passiert, aber er ist dabei. Die Promi-Völkerballmeisterschaft. Das ist der Versuch von ProSieben, die Raab-Events nachzuahmen. Mit der ganzen Werbung, aber im Vergleich irgendwie mutlos und ohne den ganzen Spaß. Bei Raab konnte man sich wenigstens noch anschauen, wie sich die Promis selbst zerlegten. Hey, der hat garantiert wehgetan. Da merkt man, Daniel Aminati kommt von der Klatschpresse. Buh, pfui. Du hast ihn geschrieben! Ja und? Oder man zeigt irgendwelche Resteverwertungen von altem Material wie die ProSieben Gameshow-Konferenz oder sowas hier. Die besten TV-Streiche bei ProSieben. Irgendwie muss das Sommerloch ja gestopft werden. Dieses Segment füllt fast ein Viertel der Samstage im Jahr. Also an jedem vierten Samstag leistet sich ProSieben Müll im besten Sendefenster der Woche. Bleibt die Frage, ist der Sender jetzt dem Untergang geweiht? Die großen Fernsehideen wie die VOG-WM gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Stefan Raab war eben ein Ausnahmetalent. Und damit ein absoluter Glücksfall für ProSieben. Wie Michael Jordan für die Chicago Bulls, Sam für Frodo oder Deutschland für die Gruppe F. Und ohne Stefan Raab ist ProSieben einfach wie alle anderen auch ein stinknormaler Fernsehsender. Mit einer kultischen Verehrung für Völkerball. Da ist das Ding! Der Völkerball. Ein Jahr lang hat er sich rar gemacht. Er war nicht im Fernsehen. Guck dir das an. Liebe Kackwatze, als Assi sind meine Kernkompetenzen natürlich nicht nur Dosen öffnen, Bier saufen und 120 Kippen in der Stunde stopfen, sondern ich kann auch pöbeln, ihr Wichser. Und das beweise ich euch hier unten in den Kommentaren. Also, ich will einen fairen Wettkampf. Strengt euch mal ein bisschen an, ihr Luschen. Und dem Walulis seine Videos abonnieren. Los, ich bin bereit.